Herzlich willkommen zu meinem sechsten Video aus meiner Reihe zu Shotcut. Es geht diesmal darum, um Drehen und Skalieren. Eine spannende Sache. Man kann damit nämlich Animationen erzeugen. Wenn du ein Grundlagenvideo suchst zu Shotcut, dann würde ich dir empfehlen, das erste Video anzuschauen aus meiner Videoreihe zu Shotcut. Projektname wähle ich hier jetzt. Ich habe Shotcut ja gestartet. 606. Ich habe das sechste Video. Die Einstellung hier habe ich im ersten Video ja schon beschrieben. Und ich gehe auf Los und wie immer hole ich mir die Dateien, die ich hier benötige. Ich habe sie hier für die sechste Video hier vorbereitet. Ich habe hier vier Dateien festgelegt. Wie immer starten diese Dateien. Ich lege mir wieder eine Audiospur zu. Ich lege mir wieder zwei Videospuren zu. Ich hole mir wieder die MP3-Datei herein. Du weißt das ja schon. Dann in die obere der beiden Videospuren lege ich mir die beiden Bilder hinein und die untere Videospur, wie ich es gerade hier gemacht habe, lege ich mir die Videodatei herein. Das ist jetzt das dementsprechende Video. Du weißt, wie immer am Anfang lege ich mir hier so einen Titel fest. Da arbeite ich wieder mit Filtern. Filtern werden wir heute auch brauchen. Gehe in dem Fall hier zum Textfilter. Mache praktisch so den Einleitungstext, die Überschrift, füge dann hier ein Animationen mit Drehen und Skalieren. Legen wir das jetzt so fest, dann mache ich vielleicht einen Umbruch. Ja, lege ich mir das jetzt so fest, lege es hier her, habe das soweit schon mal geschafft. Muss nicht zu lang sein, dann weißt du ja, ich schalte mir bei der Arbeit immer diese Tonspuren stumm, dass man sie jetzt nicht hört, wenn ich damit arbeite. Ich kann es dann später wieder aktivieren. Dann möchte ich hier dir zeigen, wie man da eine Animation macht. Und die Animation werde ich jetzt einmal machen, hier mit dieser Videodatei, mit diesem Videoclip. Und dazu werde ich diesen Videoclip jetzt einmal teilen. Ich gehe an die entsprechende Stelle, wo ich teilen möchte, wähle hier wieder diesen Befehl hier oder ich kann auch S drücken. Gehe jetzt hierher, wähle diesen Teil hier aus und möchte jetzt dementsprechend diese Animation dann auch durchführen. Ich gehe jetzt wieder zu den Filtern, überprüfe nochmal, ob ich diesen Teil hier ausgewählt habe, bin hier bei Video und suche mir dann Drehen und Skalieren. Ja, Drehen und Skalieren. Und da kann ich mehrere Dinge machen. Ich kann dieses Video, jetzt bin ich an dieser Stelle hier, könnte dieses Video zum Beispiel rotieren. Also je nachdem, was ich hier einstelle, wird das hier gedreht. Ich könnte die Größe verändern, das nennt man das Skalieren. Ich könnte die Position an der X-Achse verstellen, je nachdem, was ich hier einstelle. Das ist, das bewegt sich hier. Und ich könnte auch die Y an der Y-Achse, wenn man sich das als Koordinatensystem vorstellt, ebenfalls verstellen. Ja, so schön, ganz nett, aber Spaß macht es erst, wenn ich eine Animation daraus mache. Ich wähle dazu hier diese vier Uhren aus und wenn ich das jetzt hier drauf lasse, gibt es einen Hilfstext, da steht Schlüsselbilder. Und Schlüsselbilder heißt eigentlich letztlich nichts anderes. Ich klicke bei allen vier drauf. Das heißt, die Einstellung, die ich hier mache, wirkt sich aus, dass ich in die Schlüsselbilderansicht gerate. Das ist hier unten steht Schlüsselbilder und dann steht Zeitachse. Zeitachse ist die Ansicht, die dir schon vertraut ist. Und Schlüsselbilder, wenn ich die auswähle, bezieht sich genau auf diesen Videoclip, den ich hier ausgewählt habe. Und wenn ich jetzt hier hineingehe, kann ich mir die Stelle aus diesem Videoclip anschauen. Ich mache jetzt mal hier diesen Zoom und gehe jetzt hier an den Anfang. Und könnte jetzt hier für den Anfang, in dem ich gerade bin, mir dann für diese Stelle, wenn man also dorthin kommt auf der Zeitachse, könnte ich mir die Rotation anschauen, einstellen. Ich könnte mir die Skalierung einstellen. Das schaut jetzt ein bisschen schräg aus. Sieht man gar nichts mehr. Gehe hierher. Vielleicht ein bisschen kleiner und kann hier ebenfalls die Y-Achse einstellen. Und jetzt gehe ich hier und stelle jetzt für die Position hier auf der Zeitachse unseres kleinen Videoclips einen anderen Wert ein. Geht hier zum Beispiel her, mache es vielleicht etwas größer, ja. Schiebe dann auf der Y-Achse so herauf, dass man sehen kann, ein bisschen weit. Ja. Dann auf der X-Achse verschiebe ich das. Gehe dann wiederum hierher zum Ende.
drehe es vielleicht in eine andere Richtung, verändere die Skalierung, mache es vielleicht ein bisschen größer, um gar nicht so leicht den Wert zu treffen. Ja. Wenn man den Wert genau treffen möchte, geht man hin und bewegt ihn im Pfeil. Kann hier etwas einstellen, zum Beispiel 135, schauen wir, ob das passt, dann soll man das nicht übernommen. Sind wir da, kann hier den X-Wert zum Beispiel wieder verstellen und den Y-Wert, so. Und dann können wir uns das Ganze anschauen. Ich gehe jetzt hierher, klicke auf Play, man sieht, wie sich das Ganze dann irgendwie bewegt und dadurch dann animiert wird. Wenn ich jetzt in die Zeitachse zurückgehe, mir das dann anschaue, ich gehe jetzt wieder hierher, wir haben wieder das Titel, den Titel, gehe herein und übernimmt dann genau diese Animation für dieses Video, das ich hier habe. Und hier läuft es wieder dann dementsprechend dann ganz normal weiter. Also ich kann so ganz gezielt das machen, ich kann es aber auch, die Geschichte, mache ich hier vielleicht, schneide ich das Video, dass es kürzer dann mal dann normal sieht, das noch die Animation, da sieht man es dann normal. Jetzt nehme ich einen Teil dieses Fotos hier, ich schneide es in zwei Teile, nehme das dann, schiebe sie her und möchte auch dieses Foto dann natürlich dementsprechend dann animieren. Ich wähle es mir hier aus, gehe wieder auf Filter, du weißt, Video drehen, skalieren ist der Filter, den ich suche, suche mir den aus, lege wieder Schlüsselbilder fest, bin jetzt hier am Anfang und skaliere vielleicht einfach nur. Ja. Und rotiere ein bisschen. Bin in den Schlüsselbildern. Gehe dann hierher. Verändere ein bisschen den Fassad. Siehst du das? Ja. Und da wieder her. So, jetzt haben wir es kleiner gestellt. Jetzt funktioniert es. Genau. Dann rotieren wir es ein bisschen. Ich gehe wieder in die Zeitachse zurück und schaue mir das Ganze an. Ich spiele es ab. Jetzt sind wir beim Normalen und dann haben wir auch dementsprechend dann hier das Video, das gedreht ist. Es dreht sich deshalb nicht, weil nämlich es hier ein Standbild gibt. Das heißt, ich kann es nur skalieren der Größe nach und dann wirkt sich das aber aufs Ganze aus. Eine Animation gelingt nur mit dem Video. Das heißt, da kann ich es drehen, das passt. Ich kann es jetzt nicht bewegen, da es ja statisch ist und nur für eine bestimmte Zeit eingeblendet wird. Gut, das heißt, du siehst den Unterschied von Drehen und Skalieren jetzt in dem Fall beim Video und bei der Grafik. Da entferne ich jetzt den Abstand und kann hier jetzt in dem Fall dann, vielleicht verschieben wir das hier auch noch hinein, dass wir eine schöne MP3-Datei haben. Du weißt, ich schneide das immer zurecht, dass wir es dann schön exportieren können. Und hier natürlich kommt dann dementsprechend das Danke für die Aufmerksamkeit bezogen auf den Videoclip, den ich hier ausgewählt habe. So viel Zeit muss sein. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, tatsächlich, danke für deine Aufmerksamkeit. Dieses Video könnten wir jetzt exportieren mit Exportieren, Standard, YouTube. Und hier auf Datei exportieren klicken. Ja, du weißt jetzt, wie man Videoclips animieren kann. Du Fotos hast du festgestellt und siehst du, dass sie zwar skaliert werden können, gedreht werden können, aber ich kann hier in dem Sinn keine Animation so einfach darstellen. Ja, gut. Danke für deine Aufmerksamkeit und im siebten nächsten Video geht es dann darum, dass es verschiedene Überblendungen geben kann, die wir verwenden können. Bis zum siebten Video.